Keynote-Lectures und der nächste auf der Liste der Redner ist Dr. Paul Becker, Vizepräsident des Deutschen Wetterdienstes und ausgewiesener Klimaexperte in Deutschland, auch gleichzeitig der Verwahrer des mit Abstand wichtigsten Klimanetzes und natürlich für uns alle in einer wesentlichen wichtigen Rolle, was Klimaänderungen anbelangt. Es wird immer beurteilt, zunächst einmal an den Messungen, das gilt für Modelle, das gilt für die beobachteten Klimaänderungen. Insofern ist es extrem wichtig, dass wir immer diese Begleitung haben und dass der DWD diese Daten weiter erhebt und die Klimaforschung begleitet. Klimatologie heute, morgen, übermorgen, auch da sieht man, dass sich die Betrachtung geändert hat. Die Klimatologie war früher immer der Punkt, der sich mit der Vergangenheit beschäftigt hat und gleichzeitig angenommen hat, das Klima bleibt mehr oder weniger gleich. Darauf wurde schon hingewiesen. Heutzutage ist die Sicht eher, was passiert in der unmittelbaren Zukunft, das ist vielleicht am allerschwierigsten zu sagen. Was passiert in der mittleren Zukunft, das ist dann schon ein bisschen leichter, man braucht es auch weniger selber nochmal beweisen, weil man unter Umständen dann gar nicht mehr im Geschäft drin ist. Das ist immer mit den Prognosen für 2100 so ein Punkt, wobei die sicherer sind in mancher Weise als diejenigen für die nächsten Dekaden. Bitte, lieber Paul, ich übergebe das Mikrofon dir. Ja. So, lieber Christian, herzlichen Dank für die einführenden netten Worte. Sie sehen, ich habe den Titel ein bisschen geändert. Ich wurde ja angekündigt mit Klimatologie heute Morgen und übermorgen. Und gestern Abend, als ich über das ganze Zeug nochmal drüber gegangen bin, habe ich gedacht, werd mal lieber ein bisschen bescheidener. Es reicht vollkommen, wenn du heute und morgen davon machst. Also insofern, das Übermorgen habe ich gestrichen. Worum geht es mir? Ich will ein bisschen zeigen, wie wir Klimatologie machen können. Ich habe überhaupt nicht vor, Ihnen zu zeigen, wie das Klima in der Vergangenheit war oder wie es in der Zukunft war. Haben wir alles gehört, werden wir sicherlich noch häufiger hören. Ich habe auch überhaupt nicht vor, zu sagen, wie es jetzt genau in Sachsen wird. Alles nicht mein Thema. Mein Thema ist die Werkzeugbox. Die ist nämlich ganz, ganz wichtig, wenn wir Aussagen machen wollen, wie war es denn, wie ist es und wie wird es in der Zukunft sein, dann brauchen wir gut funktionierende Werkzeuge. Wenn wir die nicht haben, dann ist alles vergebens und wir werden massiv in die Kritik geraten. Wichtig ist natürlich dabei, wer ist eigentlich der Treiber? Warum machen wir das eigentlich? Und da gibt es ein schönes Bild von der WMO, das wir so ein bisschen verändert haben. Wir haben da oben unsere Nutzer, all die, die mit Klimainformationen, Wetterinformationen arbeiten müssen. Dann haben wir das große Problem der Entwicklungsländer, die ja eigentlich betroffen sind von der ganzen Problematik. Wir müssen die Informationen an die Nutzer bringen, wir müssen die Informationen halten. Und ganz unten kommen die beiden Füße, auf denen das alles steht. Das ist nämlich, wir müssen beobachten, gut beobachten und wir müssen projizieren, modellieren und uns auch über Klimafolgen Gedanken machen. Das ist, wenn man so will, die Basis allen. Also, auf diesen beiden Füßen steht das und um diese beiden Füße geht es mir auch nur. Wenn wir uns diese beiden Füße mal angucken, dann gehen wir ganz zurück, Klimadaten. Klimadaten, das kann natürlich unendlich weit nach hinten sein, also Paläoklima, Proxydaten, ist aber auch nicht mein Thema heute. Und in die Zukunft gehen wir, sagen wir, 100 oder 200 Jahre. In diesem Spektrum bewegen wir uns ja. Und eine meiner wesentlichen Aussagen, ist Herr Grasse leider nicht da, wäre vielleicht eine lustige Diskussion geworden. Ich sage halt, Meteorologen und Klimatologen, das ist old fashioned. Das geht langsam zusammen. Und dieses alte, ich bin jetzt Klimatologe, du bist Meteorologe und du bist Schlingel. Hoppla. Werde ich hier. Mein Ding ist ja auch. Gut, also das ist, warum ist das so? Weil die Werkzeuge, die wir haben, habe ich das Ding außer Gefecht gesetzt, ja? Dann nehme ich den. So, ich hoffe, ja, ist gut, merkt das schon. Also, diese Dinge gehen zusammen. Und wir werden uns jetzt ein bisschen mit den Klimadaten beschäftigen, also gehen ganz nach vorne und arbeiten uns dann langsam in die Zukunft hinein. Klimadaten.
Und noch ein Wort. Mich interessiert an der Stelle wirklich nur das Klima selber. All das, was mit den Folgedingen zu tun hat, also sprich Umgehen mit Klimarisiken, Klimaforschung, Klimafolgenforschung, ist auch nicht mehr Thema. Also man muss das schon ein bisschen eingrenzen. Und wenn wir jetzt über die Klimadaten sprechen, dann kennen wir alle Wetterstationen. Gestern hier Fichtelberg, 100 Jahre Fichtelberg, lange Zeitreihen, bekannte Größen. Können wir gut messen, haben wir ein gutes Gefühl dafür. Aber die haben natürlich auch einen Haufen Probleme. Repräsentanz ist ein Problem. Über den Ozean haben wir ein Problem. Sind die homogen? Natürlich auch nicht immer. Was taugt die Messtechnik? Alles Fragen. Und was ist denn die Lösung? Die Lösung all dieser Probleme, natürlich die Fernerkunde, Satellit, Radar und neu, und darauf möchte ich heute großen Wert legen, ist die ganze Frage der Reanalyse. Sie ein bisschen mal einführen in ein paar Sachen, die viele von Ihnen vielleicht noch so nicht gehört haben. Und wir werden uns auch mit ganz neuen Messmethoden, Messverfahren und Techniken beschäftigen. Da machen wir uns nichts vor. Die Industrie, die ist nicht faul und mit Messtechnik kann man Geld verdienen. Da passiert unendlich viel. Und dort einfach zu sagen, okay, das haben wir 100 Jahren so gemacht, das haben wir 50 Jahren so gemacht, das machen wir die nächsten 50 Jahre auch, das ist Quatsch. So wird das auch nicht sein und so dürfen wir auch nicht sein. Und an diesen drei Dingern hier, an diesen drei Punkten, also Satellit will ich nicht, Radar, Reanalyse und Messtechnik, will ich so ein bisschen Ihnen zeigen, wo der Progress steckt. Ganz wichtig ist für mich das Radar. Das Radar ist tatsächlich eines der absoluten Schlüsselwerkzeuge, mit denen wir hier in Deutschland Meteorologie und Klimatologie betreiben können und müssen. Das ist die schlagkräftigste Waffe, die wir eigentlich in die Hand bekommen haben, um das System Klimaänderung zu beherrschen, beziehungsweise beherrschen tun wir es ja nicht, aber zu beobachten. Wir haben das beste Netz, was es überhaupt auf der Welt gibt. Es gibt keinen Staat, der ein so dichtes und so ausgefeiltes Radar-Messnetz hat wie Deutschland. Es sind 17 Stück im Moment, Reichweite fast 200 Kilometer und eine saubere Überdeckung, wunderbar. Und wir sind doch noch weitergegangen. Wir haben jetzt mit der Dual-Pol-Technik auch die Möglichkeit, Sie werden es gleich sehen, auch noch Hydrometeore zu unterscheiden, was wir vorher überhaupt nicht konnten. Wir wissen also nicht nur, da kommt was, sondern wir wissen auch sogar, was das ist. Das ist ein Quantensprung. Zwei Sätze nur zur Philosophie. Also was Sie da sehen, ist die Scan-Strategie, die dahinter steckt. Also alle 5 Minuten geht der Radarstrahl so runter und geht dann so langsam rauf und hat dann so in der Mitte da, was Sie sehen, diesen Precipitation-Scan, gucken wir uns dann an, den bodennahen Niederschlag. Wir haben also wirklich ein gutes Gefühl dafür mittlerweile, was für Niederschlag in Deutschland und wie viel da herunterkommt. Sagte ja schon, man ist in der Lage zu erkennen, was das für Niederschlag ist. Wir haben von der Qualität her ein ganz anderes Level erreicht. Und können das hier mal sehen, was man heute kann. Vor ein paar Jahren völlig undenkbar. Sie sehen also hier den Niederschlag ziehen und Sie sehen eben nicht nur, da ist was, sondern Sie sehen, wenn Sie das rechts lesen können, auch was das ist. Das verändert, wiederhole mich jetzt hier ein bisschen, verändert alles. Klimatologisch natürlich noch nicht. Warum nicht? Weil die Zeitreihen natürlich noch zu kurz sind. Ne? Aber im Lauf der Jahre wird das ja immer länger werden und dann wird man auch in der Klimatologie deutlich besser unterwegs sein, was das angeht. Also hier ist richtig Musik drin. Und wir müssen auch umdenken. Viele Dinge, die wir geglaubt haben, von denen wir nahezu sicher waren, so ist das, werden wir in Frage stellen. Also hier sehen Sie ganz links Sachsen, ein Stück von Sachsen, Bodenmessnetz, Extremniederschläge und rechts dazu die Radarklimatologie. Passt nicht ganz zusammen. Sie sehen sofort, die Zeitfenster gehören ja nicht so richtig zusammen. Aber Sie sehen, die Muster haben sich verändert. Ich weiß nicht, ob das Klimatologie ist. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Aber wir sehen andere Muster. Und wenn wir andere Muster sehen, werden wir fragen müssen, warum sind die anders? Das heißt also, wir werden an vielen Stellen auch nochmal richtig die Lampe reinhalten müssen. Und dieses Bild ein bisschen, naja, vielleicht zunächst einmal nicht ganz eindeutig zu erklären, was da eigentlich passiert, aber ich mache es mal, nur die beiden oberen Bilder zeigen halt, dass das Grenzgebiet Tschechei oder Teile von der Tschechoslowakei, Polen und Deutschland, und Sie sehen auf dem links oberen Bild eigentlich relativ wenig und auf dem rechten sehen Sie viel. Warum sehen Sie viel?
Weil wenn es uns gelingt, die Zusammenarbeit mit unseren polnischen und tschechischen Kollegen weiter auszubauen, die Daten, die dort liegen, mit unseren Daten besser zu verschneiden, das gilt sowohl für die Bodendaten als auch für die Radardaten, und die Strategie des Umgangs mit den Daten zu verbessern, dann werden wir alle einen Gewinn davon haben. Und deshalb freue ich mich auch, dass hier Kollegen aus der Tschechei und aus Polen da sind, ganz prima. Es ist sehr, sehr wichtig, diese Zusammenarbeit zu intensivieren, weil diese Niederschlagsereignisse, um die es hier geht, die sind ja durchaus grenzüberschreitend, ne? Das wissen Sie ja alle. Also hier, naja, ein bisschen Appell auch. Wie geht es denn weiter? Natürlich, begeisternd ist das. Also für einen Meteorologen, Klimatologen ist das, was man hier sieht, wirklich begeisternd. Das ist ganz, ganz toll. Worum es geht natürlich ist, dass mit den bekannten Messmethoden noch mehr verschneiden, das tun wir ja schon, aber mit den anderen Methoden umzugehen, also hier zum Beispiel Frage Pegel in Flüssen, da gibt es noch gar nicht so viel, die einfach gucken, Radarniederschlag versus Pegel, hochinteressant. Dann natürlich die Verlängerung der Messreihen, das muss unbedingt sein, weil 10 Jahre ist natürlich irgendwie nichts, obwohl ich schon eine Menge damit anfangen kann, aber für Trendaussagen reicht das natürlich nicht. Und dann, ich wollte ja eigentlich nicht über Postprozessor sprechen, aber an einer Stelle tue ich es jetzt doch. Und zwar, der Niederschlag kommt ja runter und was passiert mit dem Niederschlag? Also in die Abflussmodelle rein, in die Bruchkantenmodelle rein, wo läuft der Niederschlag hin? Das ist ja, wenn wir über kommunale Situationen sprechen, über Kommunen sprechen, was passiert da? Dann ist natürlich der Radarniederschlag gekoppelt mit Abflussmodellen, gekoppelt mit Bruchkantenmodellen, der Schlüssel zum Erfolg. Das gibt ganz, ganz andere Bilder, ganz andere Möglichkeiten des Handelns. Allerdings natürlich auch, wir werden es gleich sehen, ich hoffe, es funktioniert. Springt es an, ja. Lassen es einmal auf sich wirken. Ja, was haben Sie gesehen? Sie haben den Niederschlag gekoppelt mit einem Abflussmodell und einem Bruchkantenmodell gesehen. Also Bruchkantenmodell ist eigentlich nichts anderes, Sie haben die Bürgersteige modelliert. Ne? Das nennen dann einige Leute Bruchkante. Aber der Erfolg oder was man dann machen kann, das ist natürlich wirklich, wirklich beeindruckend. Sie können jetzt wirklich sagen, okay, ich habe dort einen Hotspot identifiziert in meiner Kommune, in meinem Kreis oder was auch immer. Und wenn das denn so richtig ist, dann weiß ich, wo das Wasser hinführt. Dann kann ich natürlich auch sagen, hier, wenn ich irgendetwas ändere, dann weiß ich auch, wo das Wasser dann hingeht. Das ist wirklich eine ganz wichtige Information. Allerdings haben Sie natürlich auch dann das Problem der Kommunikation. Das heißt, Sie müssen dann auch genau überlegen, wie sage ich es denn meinem Kind? Wie mache ich denn das? Weil es ist vollkommen klar, wenn Sie so ein Ding mal produziert haben und das ist gezeigt und das ist veröffentlicht, dann, wenn Ihr Häuslein in so einem Gebiet steht, was ich da gerade absaufend gezeigt habe, dann hat das irgendwie einen anderen Wert. Ne? Das wird den einen oder anderen sicherlich nicht gefallen. Aber das ist trotzdem wirklich ein extrem wichtiges Werkzeug, wenn wir in die Kommune gehen. Also Radar und die Möglichkeiten, Radar im kommunalen Bereich einzusetzen, downzuscalen und dann solche Aussagen zu machen, ist aus meiner Sicht wirklich ein absoluter zukunftsträchtiger Punkt. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, der mir wichtig ist, wo ich auch Progress sehe, wo ich Fortschritt sehe, ist die ganze Frage der Reanalyse. Warum ist das so wichtig? Viele Leute wissen noch gar nicht mal im Moment, was eine Reanalyse ist. Wir werden sicherlich vielen Leuten erstmal erzählen müssen, was ist eine Reanalyse, was kann sie. Aber so ein bisschen zur Motivation. Artikel, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, also vollkommen egal. 2014 global das wärmste Jahr. Oder vielleicht auch doch nicht. Was machen wir ja immer, oder was tun wir typischerweise? Wir nehmen Stationen. Nehmen Stationen, gucken, was haben die gemessen und summieren es auf und sagen, okay, das ist die Temperatur. Ja, aber das ist natürlich nur so weit richtig, solange wir uns auf Stationen beziehen, solange wir auch wirklich sagen, das, was gemessen ist, ist das, was richtig ist. Ist es das? Fragezeichen. Ich werde Ihnen gleich zeigen. Wenn man das anders macht, dann kommt was anderes raus. Hier mal eine Ära Interim-Analyse, Sie hätten noch irgendeine andere machen können, also eine Reanalyse letztendlich, die einfach diesen
Teil Polar, Nordpol, Südpol einfach mit berücksichtigt. Dann kommt was anderes raus. Dann werden Sie nicht mehr sagen können, 2014 war das wärmste Jahr. Es ist es nicht. Es hängt halt immer am Kleingedruckten. Was mache ich da? Aber ich will nur sagen, mit der Reanalyse, wenn sie flächendeckend benutzt wird und von vielen benutzt wird, wird das die Sicht auf die Dinge verändern. Mit Sicherheit. Kommen wir zu einem nächsten Beispiel, auch ein Motivationsbeispiel. Warum ist das so wichtig? Wir haben ja schon heute Morgen über regenerative Energien und ihren Einsatz gesprochen und was man hier in Deutschland kann und was nicht. Wir haben nicht ein Problem, das will ich gar nicht sagen. Es ändert sich etwas. Wer eine alte Windkraftanlage vor 20 Jahren, also die ganz alten Grovian muss man weglassen, die waren schon sehr hoch, aber wenn man die alten Anlagen nimmt, dann hatten die so 50 Meter, das war schon viel. Jetzt sind wir im Repowering mit 100, 150, ran an 200 Meter. Wir wissen über die Windverhältnisse in diesen Höhen nichts. Außer so an ein paar Stellen, wo wir halt ein paar Türme haben. Ne? Aber flächendeckend wissen wir das nicht. Wenn wir jetzt aber WKAs in Deutschland aufstellen wollen, im Repowering-Modus mit 150 Meter, dann ist natürlich die Frage, wo sollen sie hin? Denn wir müssen ja schon antizipieren, dass die Bundesländer, und Deutschland ist ein föderales Land, dass die nicht in der Nordsee kommen, alle in die Nordsee kommen und wie eine dicke Stromleitung nach Süden haben, sondern die Bundesländer werden sagen, ich will sie auch haben, da und da und da und da, da. Die Frage ist aber, wo ist der Standort jetzt richtig? Und alle alten Methoden, die wir hatten, haben ihre Grenze bei etwa so 100 Meter. Darüber geht das nicht. Die Reanalyse erlaubt Ihnen erst den Zugang zu diesen Höhen und ist damit ein hochpolitikrelevantes Werkzeug. Auch in Deutschland. Was passiert da? Nur ganz knapp mal einen Schnelldurchlauf. Klar, so ein bisschen, wer Wettervorhersage kennt. Anfangswertbedingungen lassen Sie laufen. Und dann haben sie irgendwann ein Ergebnis. Irgendwann fächert das ja vollkommen auseinander, ne? Vollkommen klar. Bei einer Reanalyse geht das ein bisschen anders. Sie haben im Prinzip das gleiche Werkzeug, das gleiche Modell, lassen es aber nicht freilaufen. Das sieht man hier rechts. Sie erfassen, zwängen die Werte letztendlich in einen Kanal hinein, dadurch, dass sie immer wieder neu auf die Beobachtung abheben. Und warum muss ich also eine Reanalyse machen? Und warum ist sie so erfolgreich? Ich kann gegenüber dem, wenn ich mit einer normalen, gegenüber dem Vorgehen bei einer normalen Vorhersage arbeite, ich kann sehr schön nachträglich korrigieren. Ich kann immer wieder Beobachtungsdaten einpflegen. Ich habe natürlich die globale Reanalyse als Rand, das ist klar. Ich habe auch nie einen Redaktionsschluss. Also ich habe schon ein paar Vorteile gegenüber dem, wenn ich das einfach aus dem Modell rausziehe, was ich ja theoretisch könnte. Ne? Aber wenn man eine Reanalyse betreibt, ist das wirklich eine Philosophie. Und zwar eine Philosophie, die fordert auch, dass Sie im Prinzip Ihre Modelle einfrieren an der Stelle. Denn nichts ist schlimmer, als wenn Sie bei einer Reanalyse immer ein neues Modell haben, dann erzeugen Sie auch immer andere Reanalysen. Also das Ding da soll auch ein Eiskörper sein. Sie entscheiden sich ganz bewusst dafür, dass Sie einfrieren und dann mit diesem eingefrorenen Modell Reanalysen durchführen. Im Moment kriegen wir 6x6 Kilometer, das ist gut, und sogar 2x2 können wir haben. 2x2 brauchen Sie, wenn wir über regenerative Energien reden. Ne? Dann haben Sie ein zweites, powervolles Werkzeug, um Beobachtungsdaten für diesen Parameter Wind zu generieren. Also das erste Werkzeug, für das ich nicht, da muss ich gar nicht werben, ist Radar, das Dual-Pol-Radar mit der Dopplerverschiebung für den Niederschlag, um super hoch aufgelöst in die Kommune hineinzugehen. Das zweite ist die Reanalyse, um die Felder zu generieren, die ich aus dem Radar nicht kriege. Also sprich hier vor allem den Wind. Und mit diesen beiden Werkzeugen verändere ich das Klimamonitoring, das Betrachten dessen, was wir messen, dann in Anführungsstrichen, es ist ja gar nicht mehr alles gemessen, deutlich. Wir machen richtig, ich habe es schon mal gesagt, einen Quantensprung. Und zwar hochrelevant auch für die Bundesländer. Deutschland ist ja kein so großes Land und mit seiner föderalen Struktur natürlich sind wir in den politischen Entscheidungsebenen ja noch kleiner. Aber diese Werkzeuge sind auch auf der Ebene Bundesland einsetzbar. Ganz kurz mal so, damit Sie so, so schlaglichtartig sehen können, dass das auch funktioniert, dass ich Ihnen nicht irgendein Blödsinn erzähle. Was Sie da links sehen, ist einfach nur völlig aus dem Parameterraum rausgeholt, eine Station, wo wir auch messen.
Und was Sie da sehen, sind rot Stationsdaten, dann zwei hier Reanalysen und dann eine dritte, die grüne ist die regionale Reanalyse, also eine gut aufgelöste. Zwei schlecht aufgelöste, die blaue und die was ist das da, gelbe und das grüne ist eine gut aufgelöste. Was Sie sehen ist, die Stationsdaten, Winddaten werden sehr gut getroffen, sehr gut. Wo das ein bisschen problematisch ist, muss man bei der Wahrheit bleiben, ist, sobald wir in orografisch stark gegliedertes Gelände gehen, das hier Garmisch-Partenkirchen, dann sehen Sie halt, ja, so toll ist es da an der Stelle nicht. Aber es ist keine Katastrophe. Es ist keine Katastrophe. Also, wir kriegen das gut hin und müssen aber zugeben, über komplexen Terrain gibt es die eine oder andere Abweichung. Gucken wir noch ein bisschen weiter. Hier nochmal an die Küste ran. Oben sind die beiden, das Rote und das Blaue, da, das sind globale Reanalysen, die haben Bias, und das sieht man sofort, verschoben. Aber wenn man ins regionale Reanalyse geht, also in das Grüne, super getroffen. Also das passt schon. Jetzt zum entscheidenden Punkt, in die Höhe. In die Höhe. Denn da wollen wir hin. Und was Sie da sehen ist, also man kann es ja nur an Masten dann letztendlich verifizieren. Und was Sie da sehen sind hier, ist ein Mast, ich weiß gar nicht, wo der ist, Lindenberg steht da dran. Und rot ist das, was wir messen. Und das Blaue ist dann sozusagen eingefittet, das Ergebnis der Reanalyse. Und naja, das sieht man auf dem ersten Blick. Ne? Also die Kiste ist in der Lage, in den Höhlen die entsprechenden Windverhältnisse zu treffen. Letzter Beweis. Das ist die Frage, simuliert der Tagesgang, auch gemessen hier in verschiedenen Höhen, links und rechts ist dann die Reanalyse. Und man sieht eigentlich nur im obersten Level so ein kleines Problem. Der Knick da, das ist nicht ganz so schön. Der Tagesgang oberhalb von 60 Meter ist manchmal ein bisschen problematisch. Wir haben ein bisschen Schwierigkeiten morgens früh mit dem Low-Level-Jet. Aber das schmeißt die Kiste nicht um. Im Prinzip ist es wirklich ein powervolles Werkzeug, um die Windverhältnisse wirklich gut zu erfassen. Und wie gesagt, auch mit einer Auflösung, sodass sie für die Bundesländer und Entscheidungen in den Bundesländern geeignet ist. Nur mal so, dass man mal sieht, wie das denn so aussieht über den Tag hinweg. Also die verschiedenen Höhen, unten 10 Meter und oben dann rechts dann 120, knapp 120 Meter. Und man kann also schon sehen, die Verhältnisse, man erkennt eine regionale Struktur, man erkennt eine lokale Struktur. Also das funktioniert. Was müssen wir noch machen? Ärgerlich ist natürlich, jetzt holt mich natürlich die sich ständig verbessernde Messtechnik so ein bisschen ein. Weil natürlich, wenn ich die Reanalyse betreibe, bin ich auf Messwerte auch angewiesen, die ständig reingefüttert werden. Wenn dort natürlich Veränderungen passieren, kein Messgerät ist wie das andere. Ne? Muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Frage Auflösung. Man kann eine Reanalyse sehr hoch aufgelöst betreiben. Im Moment mit 2x2 Kilometer sind wir gut dabei, aber da kann ich mir noch was anderes vorstellen. Und die Frage natürlich, auch da kann man mit Ensemble-Gedanken reingehen. Das ist sicherlich auch alles gut und schön. Nach den Fernerkundern, Satellit und Radar, und der Reanalyse noch ein bisschen über neue Messtechnik. Wie gesagt, gestern war ja Fichtelberg da und die Frage ist ja immer, was machen wir denn am Berg und alles schwierig und so weiter. Da passiert viel. Also nur das Problem ist ja gar nicht so sehr die Schneehöhe, sondern das Wasseräquivalent. Und zwei Ansätze für Wasseräquivalent, Schneewaage, sehen Sie hier, ist ziemlich aufwendig, kann man machen. Viel spannender finde ich das hier. Das ist im Grunde nichts anderes als ein GPS-System, wo der Sensor unten in der Erde drin ist und einfach nur guckt, okay, wie viel Schnee habe ich drüber und dann wird das Signal gedämpft. Völlig trivial, völlig primitiv. Mal gucken, ob es wirklich so gut läuft, wie es da ausschaut. Wenn, dann verändert das auch alles, weil das kostet nichts. Ne? Das ist eine Lachnummer. Da können wir Tausende von einbauen, wenn wir das denn wollen. Nur Praxistest muss man gucken. Will aber nur sagen, man darf niemals an den alten Dingen festhalten, so nach dem Motto, das haben wir immer so gemacht, das war gut und wir sollten das weitermachen. Das ist der falsche Ansatz. Auch ich nenne das immer so irreguläre Messnetze. Sind keine Terroristen, Gott bewahre. Punktuell mal reingehen in die Stadt, Straßenbahn ausrüsten, U-Bahn ausrüsten. Mit den lokalen hier Verantwortlichen geht das gut. Die haben was davon, weil die können zeigen, sie sind im Klimaschutz, Klimaanpassung aktiv. Das kommt immer gut, da stelle ich mich dann hin beim Bürgermeister, gibt tolle Bilder. Und
Da habe ich was von, er auch. Ne? Und Stadtklimastation ist auch sehr populär, kostet natürlich ein bisschen mehr Geld, aber wir gehen ganz bewusst auch in die Städte hinein. Nicht in alle Städte dieser Republik, das können wir nicht, aber durchaus in ich sag mal, 2, 3 Handvoll, von mir aus auch eine 4. Handvoll, ist gar nicht der Punkt, um einfach nochmal zu gucken, wie sieht es denn eigentlich an einem nicht repräsentativen Ort aus. Das gönnen wir uns einfach, ne? Weil wir es wissen wollen. Und dann noch ein Punkt, habe ich jetzt nicht auf den Folien, die Veränderung des Denkens bedingt durch neue Technologien. Also wir haben ja alle, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das nicht in der Gegend rumschmeiße hier, sowas hier. Und in der Vergangenheit haben wir ja immer Menschen gehabt, die beobachtet haben. Jetzt habe ich gezeigt, okay, Automation geht an vielen Stellen super gut. Aber es geht natürlich auch noch was ganz anderes. Es geht natürlich auch noch das, dass wir die Menschen auf der Straße, die Schüler, dass wir die Engagierten, Interessierten halt über diese Dinger hier einfangen. Weil wenn ich hier klack, klack mache, dann habe ich hier die Temperatur erfasst. Wenn ich das da mache, habe ich die Wolken erfasst. Und wenn ich da unten mache, dann habe ich die Pflanzen erfasst. Also die Frage des Mitnehmens des gemeinen Menschen, gemein jetzt in Anführungsstrichen, auf der Straße, des Schülers für diese Zwecke, da fangen wir es an. Die Amis sind da schon viel, viel weiter. Und die Briten haben so eine Wow-Datenbank. Wow ist wirklich Wow an der Stelle. Das sind ganz tolle Möglichkeiten. Und es macht auch nichts, wenn das nicht repräsentativ ist. Das ist gar nicht der Punkt. Es macht auch nichts, wenn von 1020 totalen Mist machen. Der entscheidende Punkt ist nur, sie müssen halt entsprechende Algorithmen haben, die diese Fehler rausfummeln. Aber wenn das Ensemble groß genug ist, dann gelingt ihnen das. Und das haben Amazon und Google schon längst geschafft, wie man das macht. Also wir müssen schon eher aufpassen, dass unser Messnetz nicht irgendwann von Amazon und Google hier verarbeitet und entsprechend. Ja, das will ich nicht. Ne? Das ist kann nicht unser nationales Interesse sein. Kann auch nicht europäisches Interesse sein. Ne? Also die Frage, ich nenne das mal so Citizen Science, sprich also die Leute, die interessierten Leute abzuholen, einzubinden und zu nutzen, das ist sicherlich eine echte Herausforderung, vor der wir stehen. Aber es ist kein Hexenwerk. Ne? Es ist überhaupt kein Hexenwerk. Weil ich wusste gar nicht, wie viele Lehrstühle in Deutschland das schon gibt, die sich damit beschäftigen. Ich bin fast umgefallen. In jedem Bundesland gibt es schon sowas. Nur die Frage, das in die Praxis zu nehmen, mit einem operationellen Dienst wie dem meinen, zu verknüpfeln, das ist sicherlich noch zu machen. Ne? Aber wir haben eine Tradition. Wir haben nämlich unsere phänologischen Beobachter aus der Vergangenheit. Die sind zwar häufig in die Jahre gekommen, aber die Tradition ist da. Jetzt geht es nur darum, die Technik zu nutzen, um die jungen Menschen zu kriegen. Und das macht Spaß. So, das ist der Ausflug zu den irregulären Messnetzen und Citizen Science. Ich habe ja schon die Kesse-Behauptung hier aufgestellt, Meteorologen und Klimatologen, das wäre zunehmend eins. Der Unterschied macht nicht mehr viel Sinn. Und warum sage ich das? Warum sage ich das? Weil die Werkzeuge, die wir benutzen, eine solche Trennung gar nicht mehr so richtig erlauben. Vor 20 Jahren hatten wir Wettervorhersagemodelle und wir hatten unsere Klimamodelle. Dazwischen lagen, oh, keine Ahnung, 50, 100 Jahre, irgendwie sowas. Und dieses Gap, das ist ein technologisches Gap, mehr ist das nicht. Ich will nicht sagen, dass das so, dass das ein Hexenwerk ist, dieses Gap zu schließen. Sicherlich muss man ein bisschen gucken, wo man ist. Ne? Also wenn ich mit einem Amerikaner rede, für den ist ein Seasonal Forecast klassisches Werkzeug. In Deutschland, ein bisschen schwierig, weil man braucht für die Seasonal Forecast im Grunde den großen Ozean, links und rechts, oder keine Ahnung wo. Mit unserer dusseligen Orden Ostsee und der Badewanne haben wir das eben nicht. Ne? Also ist es ein bisschen schwierig. Aber Deutschland ist ein anderes Land. Es geht jetzt schon lange nicht mehr darum, nur für Deutschland Vorhersagen zu machen, sondern wir sind eingebettet in einen weltweiten Kontext. Vorhersagen also auch zu produzieren für was auch immer auf der Welt, ist genauso wichtig geworden, wie es für Deutschland zu tun. So, und da kommen natürlich genau solche Werkzeuge massiv in den Einsatz. Außerdem denke ich schon, dass da auch noch Potenzial ist, um zu gucken oder um das System weiterzuentwickeln, dass wir auch belastbare Aussagen für ein Land wie Deutschland bekommen. Unsere französischen Kollegen, britischen Kollegen sind da sehr intensiv dabei. Das ist für die Business as usual. Das tun die. Wir auch. Wir werden es tun. So, das, was hier noch fehlt, sind die sogenannten dekadischen Vorhersagen, also sprich die nächsten 10, 20 Jahre. Na klar, das ist noch Forschung. Aber wenn ich mit Jochen Moritzke spreche,
für den ist das schon keine Forschung mehr. Für den ist das schon abgehakt. Und eigentlich hat er recht. Wir werden ein Werkzeug in die Hand kriegen. Wir werden ein Werkzeug in die Hand kriegen. Das ist sicherlich nicht so gut wie die Wettervorhersage, aber für den groben Trend wird das ausreichen. So, und dann ist das, und das ist, ich sag mal, nicht übermorgen. Auch das ist ein Grund, warum ich übermorgen gestrichen habe. Das ist eigentlich morgen. Das wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren passieren. Dann wird man Seamless Prediction haben. Man wird sagen, okay, wir fangen hinten an, die letzten 100 Jahre durchgehend mit der Reanalyse. Wir haben die Wettervorhersage, wir haben die saisonale Vorhersage, wir haben die dekadischen Vorhersagen und wir haben die Klimaprojektion. Und es wird glatt durchgezogen, operationell betrieben. Da ist nichts mehr bei mit, das mache ich mal mit BMBF-Geldern oder irgendeinem Forschungsansatz oder sowas. So wird es nicht sein. Es wird operativ betrieben. Das wird so kommen. Und einen Punkt habe ich noch. Das ist die Frage des Downscalings. Das ist natürlich schon erstmal die Frage, was ist Downscaling überhaupt? Ein Amerikaner wird Downscaling vollkommen anders interpretieren als ein Bayer. Hoffentlich kein Bayer hier. Alles in Ordnung. Alle Freistaaten sind mir gleich lieb. Ja, alles gut. Alles gut. Also ein Amerikaner wird zum Thema Downscaling was anderes fühlen und sagen als ein Deutscher und ein Sachse. Das ist vollkommen klar. Gleichwohl, egal auf welcher Skala wir uns bewegen, das Thema Downscaling ist eins. Und das treibt uns auch um. Und die Frage, wie man es nun macht, gibt viele Ansätze. Ich sage zunächst einmal, Downscaling ist wichtig und ich werde zunehmend ein Freund des statistischen Downscalings. Ich werde auch gleich sagen, warum. Und zwar Downscaling dann für die Skalen, von denen ich spreche. Also Downscaling für den Wettervorhersagen ist Quatsch. Downscaling für saisonale Vorhersagen ist schon kein Quatsch. Downscaling für dekadische Vorhersagen ist kein Quatsch. Downscaling für Klimaprojektionen ist essentiell. Deutschland hat eine starke Tradition, was das angeht. Arne Speckhardt ist wahrscheinlich irgendwo hier. Ja, ist er ja. Genau. Ja. Wir haben Wettrek, wir haben Stars, wir haben eine lange Tradition und gute Ergebnisse damit generiert. Und mein Ansinnen ist, unsere Absicht ist es, dieses Know-how nicht nur zu behalten, das ist ja vorhanden, sondern weiterzuentwickeln. Und ich will jetzt kein Bashing dynamische, eher so statistische regionale Klimamodelle machen, Gott bewahre. Aber ich will es auch gar nicht vorlesen. Nur 2, 3 Dinge sind schon relevant. Also die Statistiker sind hocheffizient. Sie sind, brauchen keinen großen Ressourcenbedarf. Man kann das schnell machen. Außerdem der Bias ist nicht so ein Problem. Natürlich ist es ein Problem, mit neuartigen, ganz neuen meteorologischen Situationen umzugehen, weil die aus den Beobachtungsdaten im Prinzip sich ihr Wissen ziehen. Und die Frage ist natürlich, was ja stationsbasiert, hat man die. Aber es gibt Lösungen. Ohne dass ich die jetzt alle da hier erzählen will. Wichtig ist für mich nur, wir gehen da ran und wir gucken uns nicht mehr nur die Absolutwerte an, sondern wir gehen auf die Trends, auf die Anomalien, suchen die und versuchen das System dann zu verbessern. Das ist unsere Absicht. Also ganz wesentlich als Key Message hier, statistisches Downscaling ist als hocheffiziente Methode, kostengünstige Methode sicherlich zu erhalten. Also das ist etwas sozusagen, was ich jetzt nicht als Ding für die nächsten, was weiß ich, das nicht das Übermorgen, auch nicht das Morgen, das ist etwas, was ein Ist, was nur geringfügig weiterentwickelt werden muss, aber was es wert ist, erhalten zu bleiben. Vielleicht ist es mir so. Gut, so sieht das heute aus und dass es das alles kann, das will ich mir alle schenken. Da steht jetzt nur drin, dass statistisches Downscaling sehr gut eigentlich erzählen kann, was hier in den nächsten Jahren passiert. Aber das wissen Sie alles. Was ich nur sagen will, wir als Wetterdienst werden so ein statistisches Downscaling so Ende des Jahres wieder in Dienst stellen. Freuen uns, dass es noch Wettrek und Stark gibt. Das ist mir ganz wichtig. Sind mal gespannt, was da passiert. So, damit bin ich auch eigentlich am Ende. Was ich Ihnen zeigen wollte, war von den Messungen her, von den Beobachtungssystemen her, was passiert da? Ich glaube, ich habe rübergebracht, Radar ist Power, Power, Power. An die Reanalyse muss man sich noch gewöhnen, aber das Potenzial ist gigantisch und zum Teil kommen wir auch ohne die Reanalyse überhaupt nicht mehr durch. Dann die Frage Messtechnik, einfach nur die Message, da ist richtig Drive drauf, die Industrie tut was und da kommen neue Dinge, von denen wir zum Teil gar nicht geträumt haben in der Vergangenheit. Die kommen auf Lösungen, die hatten wir noch gar nicht auf dem Schirm.
auch nicht als Möglichkeit auf dem Schirm. Dann die Frage, wie holen wir unsere Bürger rein, wie nehmen wir sie mit, um praktisch immer noch auch Menschen zu haben, die sich an der Metrologie, an der messenden Metrologie zu beteiligen. Und die Frage dann, Erdsystemmodellierung, was passiert da, das Seamless Prediction, wie sieht das aus und welche Schwerpunkte gibt es da? Das war mein Anliegen. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Ich hoffe, dass die Zeit noch viel geklappt hat. Ja, das Mikrofon für die Übersetzer. Also ich bedanke mich ganz herzlich bei Paul Becker für die interessanten Einblicke. Und nachdem es mit der Zeit jetzt so halbwegs wieder stimmt, können wir auch ein paar Fragen zulassen. Bitte. Ja, Herr Dr. Schwarzer und Professor Grünewald. Herr Dr. Becker, Sie haben in der Eintagsfolge gezeigt, wie wichtig die Qualität ist der Datenerfassung. Ohne die geht nichts. Ich glaube, ich habe es auch so verstanden, dass die Station durchaus im Sinne von Kontrolle, Backup weiterhin eine Funktion haben. Meine Frage ist auch mit Blick auf gestern, Fichtelberg, wie schätzen Sie ein mit den neuen Messmethoden an Extremstandorten, welche Rolle wird dort der Mensch haben? Wenn ich zum Beispiel Globalstrahlung denke oder Temperatur, Raureif, haben wir hier ganz spezielle Bedingungen. Wie schnell können oder dürfen wir sein und welche Rolle wird der Mensch vor Ort bei der Qualitätssicherung spielen? Also der Mensch als Qualitätssicherer wird sicherlich eine Rolle spielen, nur nicht mehr vor Ort. Wenn man mal guckt, was wir in der, also Extremstandort, ich rede nur von Extremstandorten, ne? Wenn wir einen Extremstandort nehmen, und ich kenne mich eigentlich ganz gut damit aus, was wir da in der Vergangenheit getan haben, was in der Vergangenheit auch das Problem war. Also wenn wir die Schneemessung zum Beispiel nehmen, ist immer die Frage, verweht am Hügel, da ist kein Schnee, da ist was. Und wir hatten ja, wissen das, diese Stange da, mit der wir es gemessen haben und Wasseräquivalent, musste der arme Kerl irgendwie einen Platz suchen, von dem er glaubte, dass es halbwegs die Mitte ist, und dann hat er geschmolzen. Ja, das war schon in der Vergangenheit, ich will sagen, extrem schwierig und die Belastbarkeit grenzwertig. Also davon muss man weg. Und ich denke mal, gehäuft solche Sensoren einzusetzen, wie ich sie da gerade gezeigt habe, ist eher ein Gewinn, denn ein Verlust an der Stelle. Also wir werden besser werden, was da ist, dann geht, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage vereiste Geräte, also Ausfall von Geräten, ist natürlich auch beim Menschbetrieb ein Problem, aber er sieht es. Ne? Er sieht es und kann auch etwas tun. Entscheidend ist hier das Wartungskonzept, und wir haben auch ein sehr stabiles Wartungskonzept, um dann, weil wir sehen das ja, wenn die Maschinen ausfallen, wenn die Geräte ausfallen, sind wir kaputt, und dann haben wir ein Konzept, um diese entsprechenden Geräte wieder in Gang zu setzen. Also auf der einen Seite sehe ich, dass die Messtechnik Dinge erlaubt, die wir vorher gar nicht konnten. Und man darf auch nicht den Menschen überschätzen in der Vergangenheit. Also viele Dinge konnte er auch nicht. Insofern, ich denke, wir können, es ist nicht einfach, es wäre glatt gelogen, wenn ich sagen würde, es ist alles trivial, aber ich sehe, dass wir, was Extremstandorte angeht, letztendlich mit dem neuen System, auch in Verbindung mit den ganzen Fernerkundern, die ich Ihnen gezeigt habe, ein besseres Ergebnis haben werden als in der Vergangenheit. Denn worum geht es? Sie haben ja postprozessierende Dinge, also sprich ein Wasserabflussmodell oder was auch immer. Das braucht die richtigen Werte, damit dieses System betrieben werden kann. Das ist das, worum es geht. Möglichst präzise, zuverlässige, auf Dauer ausgelegte Werte. Und da sind wir zukünftig mit Sicherheit überlegen. Mit Sicherheit überlegen. Bin ich vollster Überzeugung, sonst würden wir es nicht machen. Ja, zu der Messtechnik will ich lieber nichts fragen. Mich hat diese Ihre Reanalyse-Darstellung sehr beeindruckt. Vor allen Dingen Ihre Aussage, dass die Meteorologen und die Klimatologen so zusammengehen. Aber Sie haben ja das auch vorher schon verknüpft. Sie haben gesagt, man muss die Modelle einfrieren. Das ist nötig, sonst kann ich ja alles letzten Endes hintricksen. Ja. Und Sie haben gerade den Vergleich gebracht mit diesen Bruchkantenmodellen, das haben Sie genannt. Ja. Wenn man sowas macht, muss man natürlich auch auf der Stelle dann diese, sag ich mal, Modelle eigentlich einfrieren. Wenn man auch dort an der Stelle diese Reanalyse vielleicht so weit führen müsste, und dann müsste man vielleicht sogar sagen,
damit geht der Meteorologe, der Klimatologe und der Hydrologe oder müssten noch viel mehr zusammengehen. Ja, da bin ich total bei Ihnen. Also das ist auch eine, also Hydrologen und Meteorologen reden ja schon seit vielen Jahren zusammen. Es gibt, ja, und in unterschiedlicher Ausprägung. Es gibt auch meteorologische Dienste, bei denen ist das auch der nationale hydrologische Dienst. Also ich würde immer dafür präferieren, das so zu bauen, weil das hat ganz, ganz viel miteinander zu tun, wissen wir alle. Also bei mir, was ich eigentlich zusätzlich rüberbringen kann, will zu dem, was ich gesagt habe, und ansonsten stimme ich Ihnen komplett zu, ist die Frage des Miteinanders intensiv reden. Also ich wollte eigentlich, als ich hier anfing zu reden heute, anders anfangen, als ich angefangen habe. Das Verhältnis des Deutschen Wetterdienstes zu den Bundesländern, das ist für mich von entscheidender Bedeutung, denn die Hydrologie findet auf Länderebene statt oder auf kommunaler Ebene, nicht auf der, typischerweise nicht auf der Bundesebene, ich meine jetzt BFG und BAW ein bisschen mal weg, aber die Entscheidungen fallen ja auf der Länderebene, auf der kommunalen Ebene. Das heißt, also miteinander reden, miteinander klarzuziehen, was kann die, also was kann, solange der Tropfen in der Luft ist, ist es ja unser Tropfen, wenn er unten ist, ist es ihr Tropfen. Was passiert an der Übergangsstelle und wie genau sind wir? Weil das ist ja auch die Frage von Herrn Dr. Schwarze. Das ist ja nicht die Frage, wie messt ihr, wie tut ihr, das interessiert ihn gar nicht. Sondern er will präzise, so präzise wie nur irgend möglich wissen, wenn der Tropfen unten ankommt, wie viele Tropfen sind das und wie lange fallen sie. Das ist doch, was er will, um sein Post-Processing zu betreiben. So, was will ich eigentlich sagen? Die Kommunikation zwischen dem Bund und den Ländern an der Stelle ist von entscheidender Bedeutung. Und da mühen wir uns. Also wir haben mit jedem Bundesland eine Verwaltungsvereinbarung unterschrieben. Ich habe es selber getan, mit jedem Bundesland. Und ich fühle mich verpflichtet, dass wir wenigstens einmal im Jahr zusammensitzen. Also das sind die Landesämter für mich an vorderster Stelle oder das Ministerium, je nachdem, was das ist. In Niedersachsen gibt es ja nur Ministerien an der Stelle. Zu gucken, was können wir, was wollt ihr und wie optimieren wir das? Weil das Wissen, was wir generieren, das ist ein powervoller Laden, der Deutsche Welt, das sind 2.500 Leute, das ist ja nicht irgendwas. Knapp 2.350 sind wir. Das ist ja eine Menge und wir können auch viel. Und dieses Wissen dann ländergerecht einzubringen, aber ich sehe das schon als Bringeschuld, das sehe ich so. Aber es setzt natürlich auch voraus, und das ist ja auch gegeben, dass wir solche bilateralen Gespräche möglichst oft haben, zwischen all den Landesämtern und dem Wetterdienst und denen, wo die Hydrologen sitzen, damit sie sehen, okay, das kommt da, das werden wir tun, das können wir und das können wir nicht. Anders kann man das aus meiner Sicht nicht machen. Aber wenn ich die letzten Jahre mir angucke, sind wir, glaube ich, ganz erfolgreich unterwegs. Wir spielen heute ein anderes Spiel, als wir noch vor, mal sagen wir, 10 Jahren gespielt haben. Ne? Nicht, dass wir nicht was verbessern können, Gott bewahre. Aber ich bin eigentlich ganz optimistisch. Gut, ich habe noch einen Punkt, den ich ganz gerne selber loswerden will, weil ich natürlich mir bewusst bin, was Reanalysen und Radar für eine Verbesserung bedeuten. Trotzdem ist es für die Betrachtung von Klimareihen natürlich oft ein Problem, wenn Dinge einfach anders werden. Die werden zwar besser, aber sie werden anders. Und dafür sind zumindest langjährige und aus klimatologischer Sicht sehr, sehr langjährige Parallelmessungen mit den gleichen standardisierten Methoden notwendig. Liegt nicht da ein bisschen der Hund begraben, weil das gleichzeitig ja auch immer noch die Messungen sind, auf die man die Reanalysen letztlich genauso wie die Radardaten aneichen muss? Ich bin dir sehr dankbar für die Frage. Wir wissen das ja und wir negieren das auch nicht. Wir behalten ja einige von den Klimareferenzstationen, wir schon über viele, viele Jahre auf jeden Fall noch machen. Wenn es nach mir geht, werden wir es auf alle Tage, die wir nur haben, machen. Also praktisch auf ewig. Ob das so haltbar ist, das entscheidet am Ende der Bundesrechnungshof. Aber das Problem ist erkannt, bekannt und wir sehen das auch als wissenschaftliche Herausforderung. Übrigens sehr spannend. Zunächst habe ich gedacht, das wäre vollkommen langweilig. Aber jetzt haben wir ein junges Mädel da eingestellt und was die so produziert, ist toll. Da sind schon Sachen drin, an die hat niemand so gedacht. Aber will sagen, wir verlieren es nicht aus dem Auge.